das dauert ja dann aber ganz deutlich länger, als ich gedacht habe, was wir hier alles noch zu entdecken haben, mein lieber Mann. Das ist wohl krass. Ich dachte noch ein paar Touren und noch ein paar unentdeckte Orte und dann haben wir es, aber wow. Da wartet ja noch richtig viel. Es ist ja nicht so, dass ich nichts zu tun hätte, wenn das nicht alles noch auf uns warten würde. Verfluchte Axt, Söhne Freezes hatte ich damals bei meinem vorhergehenden Rechner, wo die Leistung eigentlich fehlte. Tegea. Tegea war eine der ältesten und mächtigsten Städte in Arkadien. Der erste König rühmte sich damit, einen von Herakles Söhnen getötet zu haben. Arkadiens Banner. Der Witz in der Sache ist aber, dass ich in den Ortschaften hier, wo es die Freezes gibt, aber nichts höre von meiner Wasserkühlung. Also die scheint damit keine Probleme zu haben. Ich habe keine Ahnung, wo das Problem liegen soll. Wie gesagt, bei meinem wo Odyssey rauskam, da hatte ich ja noch meinen vorhergehenden Rechner und der war einfach stellenweise, vor allen Dingen eben den Städten und auch bei Seeschlachten, war der einfach mal irgendwie komplett überfordert. Und ja, dann hatte ich meinen neuen Rechner, sprich neue CPU, neue Grafikkarte und bla bla bla. Also der Rechner war von Grund auf neu, war alles neu. Auch SSDs und so weiter und so fort. Und dann lief das total fluffig. Und jetzt, wo ich nach Monaten mir gedacht habe, okay, erwartet ja noch ein bisschen was auf uns, fängt das hier an zu haken. Und wieder bloß in den Ortschaften, wo viel los ist, also wo der Rechner viel zu berechnen hat. Also bei meinem vorhergehenden Rechner lag es ja eher an der CPU und nicht an der Grafikkarte, weil mein vorhergehender Rechner, der hat einen Quad-Core-Prozessor und der jetzige, der hat 8 Kerne. So, das ist schon ein deutlicher Unterschied und dadurch läuft das eigentlich mega flüssig, seitdem ich den neuen Prozessor habe. Da hatte ich noch nie wieder solche Probleme wie jetzt. Ich weiß nicht wieso. Klar, der Prozessor wird durch die Wasserkühlung gekühlt. Aber wenn der größere Probleme hätte, dann würde er das Spiel komplett abstürzen, als dass es Freezes gibt. Hm. Was soll man sagen, was soll man machen? So, man hätte natürlich jetzt das Pferd nehmen können. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich jetzt mal mein technisches Gelaber erstmal abgelassen habe. Was ja viele wahrscheinlich überhaupt interessieren wird, weil sie nicht damit anfangen können. So, die symphalischen Vögel. Symphalische Vögel. So, oh, das nächste ist an der Nähe. Mit 200 und oh, das können wir zu Fuß machen, das ist nicht so weit. Für den nächsten nehmen wir dann eh die Schnellreise. Für den nächsten Ort. Oh, jetzt kriege ich mega Durst, verfluchte Axt. Ist es noch ganz angenehm, zumindest hier in der Wohnung. Sollen ja bis 31 Grad heute werden. Und ab morgen für den Rest der Woche soll es 35 werden. Da gebe ich mir jetzt schon die Kugel. Na, jetzt. Legendäre Tiere. An den Bären kann ich mich noch entsinnen.
Und dann, was ich mich auch noch gern gut erinnern kann, ist das Wildschwein. Ja gut, wenn wir da Schnellreise nehmen, das ist dann, bringt es dann irgendwie so wirklich. Der andere Entdeckungsort, der ist dann... Hallo? Hä? Das ist ja jetzt komisch, ich bin im Entdeckermodus und solange ich mich aber in der Region von diesem Bossgegner aufhalte, kommt mein Pferd nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber nur ein bisschen. Ne, an das Wildschwein kann ich mich noch entsinnen. Alter Falter, wo dann diese scheiß Hilfsschweine dort aufschlugen. Ich dachte, ne, ist jetzt nur euer Ernst. Da hatte ich das große Viech schon fast down und dann tauchten die Kleinen auf. Und habe ich dann komplett ausgenockt. Also das war auch ein Vorzeigefrustmoment. Wo einem die Entwickler mal richtig den Mittelfinger gezeigt haben. Ich hoffe, sowas verkneift sie sich bei Valhalla. Die Herde des Geryon. So, jetzt lohnt sich's. Komisch, während der Leute Pause dreht, drehen die Lüfter wieder auf wie blöde. Ist ja auch ein bisschen komisch irgendwie. Spring! Weil so ein Leute-Screen sollte ja nun nicht gerade das Anspruchsvollste in so einem Spiel sein. Dies ist alles ein bisschen merkwürdig. Was ist denn das da oben? Ja, ging's wohl nicht mehr. Landschaften. Okay. Dann macht das natürlich Sinn, dass man da hoch musste. So, eins, zwei, die ersten zwei Abschnitte zum Lesen. Der dritte Abschnitt und der Rest. Oh ja. Geht ja. Arkadien abgeschlossen. Und keine Belohnung. Na toll. Ja, dann geht's genau hier weiter in Elis. Ich möchte gerne. Genau. So. Jetzt hatte ich mir erstmal was zu trinken geholt. Prost übrigens. Ach, herrlich schöner frischer Saft aus dem Kühlschrank. Kühl. Herrlich bei dem Wetter. Bei den Temperaturen. Tempel des Hades. Hades, der Gott der Unterwelt, wurde nur selten verehrt. Sein Tempel in Elis öffnete nur einmal im Jahr und selbst dann war der Zutritt nur Priestern gestattet. Der Grund dafür war wohl, dass jeder Hades nur einmal begegnet. So, ich weiß, man soll, wenn es warm ist, nichts Kühles trinken, sondern eher Warmes, lauwarmes. Habt ihr recht. Bestattung und Hygiene. Oh, interessant. Oh, das ist gleich das nächste. Ist ja geil. Kerberos.
Ja, aber ich sage mal so, wenn man jetzt nee gerade irgendwie Leistung bringen muss, oder sowieso schon am Schwitzen ist, dann ist das Ganze in Ordnung, wenn man mal was Kühles zur Erfrischung trinkt. Also bei der Ar Also bei der Arbeit zum Beispiel, da ist sind gekühlte Getränke bei mir generell tabu. Das, was ich dort trinke, hat einfach, ja, Umgebungstemperatur sozusagen. Und aktuell bei früh schon waren 20 Grad und später und so weiter und so fort. Ja, könnt ihr euch ausrechnen, wie furzlau das dann ist, aber. Ah, toll. Ich dachte, das ist gar nicht so tief. Ja, aber bei der Arbeit, also da habe ich gar kein Problem damit, wenn das so pupslau ist, wie man so schön sagt im Volksmund. Das ist dann schon völlig in Ordnung. Die Rinderstelle des Augias. Da ist Augias. Ja, und diese Fruchtsäfte, die sollen ja auch sehr gesund sein. Ja, da kann ich ja, da kann, oh, hallo, da kann ich euch ja erzählen, nachdem wir hier so durch die Gegend joggen. Ich hatte am 2. Dezember eine Meniskus-OP. Ist super gelaufen, perfekt verheilt. Ich springe wieder wie ein junges Reh durch die Gegend. Wäre dann normalerweise ab Januar, wann wäre ich wieder arbeiten gegangen? Jetzt muss ich mal kurz überlegen, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Ich glaube, ich wäre ab Januar wieder arbeiten gegangen. Der erymantische Eber. Ja, ach hier, das ist ja der Kollege, von dem ich vorhin erzählt habe. Drecksack. Nee, was wollte ich erzählen? Warum ist das so hervorgehoben? Nee, ich wäre normalerweise, das ist richtig Januar, allerdings wäre ich ab Mitte Januar, wäre ich wieder arbeiten gegangen. Allerdings, passierte dann am 10. Januar passierte dann was, was mir dann auch erstmal den kompletten Boden unter den Füßen weggezogen hat, nämlich ich hatte mich einfach mal so, also ich hatte schlecht geschlafen, habe mich dann so vormittags nochmal zum Schlummern auf die Couch gelegt, mache die Augen auf, da steht eine Notärztin vor mir, da stehen Rettungssanitäter vor mir und sagen zu mir, wir nehmen sie jetzt mit ins Krankenhaus. Hatte furchtbare Rückenschmerzen, hatte Blut auf dem Pullover, hatte eine mördergeschwollene Zunge auf der linken Seite und da wurde mir dann eröffnet, dass ich einen epileptischen Anfall hatte, von dem ich aber nichts weiß, gar nichts. Ja, da ging es ins Krankenhaus, da war ich dann eine Woche im Krankenhaus und dann habe ich noch lange Zeit mit heftigsten Rückenschmerzen zu kämpfen gehabt und so weiter. Na, jedenfalls war ich dadurch noch bis
Ja, okay, steig ab. Also dadurch war natürlich nichts mit arbeiten gehen. Ich war dann noch mal bis Mitte Februar war ich dann noch mal krank. Geschrieben. Kronos. Ja, und warum erzähle ich euch das? Ägäisches Atoll als Belohnung. Ich erzähle euch das deswegen, weil ich hatte schon Dankeschön. Während der knapp 6 Wochen, wo ich wegen meinem Meniskus krank geschrieben war, hatte ich schon ein paar Kilo angesammelt, die an mir nichts zu suchen haben. Ja, durch diese heftigen Rückenschmerzen war ich natürlich dann, wo ich eigentlich schon wieder topfit war, in meiner Bewegung so eingeschränkt, dass ich natürlich dann noch wochenlang auch viel gelegen habe. Und summa summarum haben sich jedenfalls einige Kilos an mir angesammelt, die aber da nicht hingehören. Und ich hatte dann, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir August. Ich glaube, war es im Mai? Na, jedenfalls hatte ich dann irgendwann beschlossen, dass ich abnehmen muss. Was mir mittlerweile auch ganz gut gelingt. Und aus dem Grunde trinke ich jetzt auch sehr viel gesunde Sachen wie eben diese Fruchtsäfte. Und das ist einer davon und der ist lecker und der ist gesund. Weil ich war so, na, ich will nicht sagen zuckersüchtig, aber ich habe, was ich zum Beispiel mit Begeisterung getrunken habe, das war diese Müllermilch, aber diese Shakes, die man vorher schüttelt. Oh, lecker. Festungen. Ja, das Problem bei den Müller-Milch-Shakes ist aber dieses. Da ist eben viel Zucker drin. Und den konnte ich jetzt in der Situation gar nicht gebrauchen. Und deswegen habe ich mir gedacht, da ich aber auf Süßes nicht komplett verzichten will, habe ich mir gedacht, nehme ich zumindest in Form von diesen Natursäften gesunden Zucker zu mir sozusagen. Also Fruchtzucker. Weil ich der Meinung bin, dass es nicht Sinn der Sache sein kann, mit aller Gewalt abnehmen zu wollen und stattdessen auf alles Mögliche zu verzichten. Das ist in meinen Augen nicht Sinn der Sache. Also irgendwo muss man schon noch ein bisschen Freude am Leben haben und sich auch ab und zu dann doch mal eine Sünde gönnen, auf Deutsch gesagt. Das ist zumindest meine Philosophie in der Beziehung. Oder was sowas betrifft. Und die meisten Diäten scheitern ja daran, dass die Leute sich dann alles Mögliche vorenthalten und Kladeos. Ja, die halten sich dann alles Mögliche, was Freude macht, enthalten die sich. Und das mündet dann in mega Frust. Und irgendwann kippt das Ganze dann ins Gegenteil, dass sie dann sich doch mal wieder was gönnen wollen und dann haben sie auch nie die Beherrschung, sich das in Maßen zu gönnen und dann kippt das Ganze wieder. Und das erspare ich mir.
Die olympische Flamme der Moderne. Und damit haben wir die Region Elis abgeschlossen. Was? Stundenglas? Wie Stundenglas? Ägäisches Atoll? Meisterentdecker Stufe 4. Und Stundenglas, dieses Reittier, das mit den Symbolen des Titans Kronos verziert ist, wird ihr treu dienen bis zum Ende aller Zeiten. Okay. So, ja genau, jetzt sehe ich wieder was. Das haben wir. Ja, dann machen wir in Korinth weiter.